Hey ho, hier ist wieder der Dudenman und wir spielen weiter bei Schleichfahrt. Wir haben aufgehört mitten in der Mission. Wir müssen jetzt einen Bomber zerstören. Und ja, was machen wir hier? Wir verteidigen Vespucci im Endeffekt. Das kann man übrigens auch als Training spielen, mal ganz dumm gesagt. Im Hauptmenü. Aber die Trainings werde ich bei gegebener Zeit mal noch zeigen. Ich glaube, hier war es ganz gut, dass ich meine. Dass ich meine Big Bang mitgenommen habe. Weil die Big Bang. Die. Macht hier auch ein Big Bang. Dann seht ihr mal. So, kommt den raus. Der ist richtig laut. Ich weiß gerade, ob der überhaupt getroffen hat. Ich hatte auch einen. War gut wahrscheinlich abgeschossen. Oder weggebuzzert. So schwer ist der Bomber hier nicht, der hat überhaupt keine gescheiten Schilde. So, gehen wir jetzt aber trotzdem auf Nummer sicher. Weil wir sind doch relativ kaputt. Ja, wunderbar. Autopilot verfügbar und wir sind raus aus der Mission. Cool. Grüß uns El Topo. So kenne ich Deadeye. Brauchst du doch keine Brille. Genau, alles klar. So, jetzt hauen wir ab mit dem Sprungschiff-Ticket. Dann war es gut, dass ich da einen Schnitt gemacht habe, wo ich ihn gemacht habe. Wir reden hier noch gut. Ich schau mal. Gucken wir mal. Hier können wir noch ein bisschen. Können wir noch ein paar Jobs an uns stellen. Weasel, argentinischer... Was? Der argentinische Wizard. Aha. Wunderbar. Wunderbar, dann... sind wir ein bisschen sauer auf ihn. Hauen ihm aus dem Maul hier, sagen wir mal hier. Ich hab gerade ein paar Anarchos gekillt. Und gehen noch schnell zum Waffenhändler. Reparieren alles. Ich frage mich immer noch, warum zur Hölle wir das Torpedomagazin nicht austauschen können. Weil eigentlich... das kann ich kaufen. Ne, kann ich auch nicht kaufen. Das hier kann ich auch nicht kaufen. Ja, hier kriege ich einen Man-Eater und einen Tiger Shark. Habe ich beides keine Lust drauf. Ich glaube, in Atacama City gibt es einfach bessere Waffen. Das heißt, wir gehen zum Dock und zischen ab. Und zwischen zu Entropoint 2. So, das ist unser erster Sprungstern. Von hier kommen wir, wie schon gesagt, in neue Gebiete. Ich schaue einfach mal, wer da so rumhängt. So. So, die sagt einfach, dass Entrox da so ein bisschen Interesse hat. Ihr könnt ja Pause machen, wenn euch die Dialoge so wirklich interessieren. Also, ich werde es überspringen, weil sonst wird mein Let's Play einfach viel zu lang. Und viel zu aufwendig. Und jetzt vielleicht mir noch ein bisschen mit der Beamtin hier. Treffer und versenkt, Essen wäre ja drin. fürs Lächeln wird sie nicht bezahlt. Alles klar, dann bis heute konnte mir noch kein Mensch klarmachen, wie es Entrox schafft, ihre bis zu 500 Meter langen Sprungschiffe, auf deren Herstellung und Technologie sie ein weltweites Monopol hat, auf eine Unterwassergeschwindigkeit von bis zu 900 Stundenkilometern zu beschleunigen. Die Schiffe verfügen unter anderem über einen sogenannten Dipolantrieb, eine endlose Kette hintereinander geschalteter Elektromagneten, die die Wassermoleküle abwechselnd positiv und negativ lädt und sie dadurch in Rotation versetzt. Ein weit gefächertes System aus Lamellen bietet genügend Angriffsfläche, um die Rotationsenergie in Schubenergie umzuwandeln. Ohne das aqua-umspannende Netz von Sprungpunkten würde sich die Welt sicherlich weitaus langsamer drehen. Kein Wunder, dass El Topo versucht, das Entrox-Monopol zu brechen. Der schnelle Transport sowie die Herstellung von Atemgas und Energie sind fast gänzlich in ihrer Hand. Käme der Boss von Entrox einmal auf die Idee, den Laden dicht zu machen, würde in ganz Aqua das Chaos ausbrechen.
Entropon 6. Sprungstern. 923 Meter. Ja, da hat mich dann doch die Videosequenz unterbrochen. Man sieht übrigens, diese Dinger schweben quasi im Wasser. Auch interessante Bauweise. Und wir sind, ja, bei den Anarchos. Ich brauche Geld. Und, dann, da wir nett mit dem Händler waren, vorhin, können wir hier auch den Job annehmen. Schauen wir mal gerade. Also, wir sollen auf jeden Fall den Fuller finden und den Mr. Sinjin nach Atacama City bringen, weil er Panik hat. Dann schauen wir gerade noch beim Waffenhändler vorbei. Der hat hier so gut wie nichts für uns. Schauen wir mal gerade. Ne, das kostet 2900. Aber der hat etwas größere Torpedos, die ein bisschen mehr Wumm haben. Dann nehmen wir doch hier Manny, der zweimal mit. Und weil ich gerade die Kohle habe und die Lust, und sowieso irgendwie, ja, hier haben wir noch einen Generator, einen Silator, damit sind wir ein bisschen leiser, wenn wir fahren. Und glaube ich kein Geld, um die andere Vendetta zu kaufen. Machen wir das so. Zwischen ins Dock. Und steuern mit der Kammer City an. Und wir dürfen wieder ballern. Wunderbar. Aufschaltung geortet. Dann hauen wir doch rein. Ja, also das Problem ist, wir haben so ein paar Anarchos, die glaube ich nicht allzu gut zu sprechen sind auf unsere Leute hier. Muss ich mal gucken, dass ich hier nicht wieder missbaue und hochfliege. Ich bin auch ab und zu ein bisschen so blöd. Okay. Bisschen zu blöd, in den Kreis zu treffen, der dann neben den Booten ist. Dann bleiben wir ein bisschen am Boden, wenn die hier mit Torpedos rumballern möchten, die lieben Anarchos. Weil dieser zweite Kreis gibt ja an, wo ich hinzielen muss. So, komm her, Baby, und Schuss. Doch ganz lustig, dass man durch die explodierenden Schiffe durchschießen kann. Einfach so, ja, mit einer Explosion unter Wasser hochgehen. Etwas unrealistisch, aber denk dran, das Spiel ist von 96. Und da gab es Filme, in denen Explosionen im Weltraum stattgefunden haben. Und naja. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Was? Du sollst. Ich soll noch nach B fahren. Alles klar, fahren wir noch nach B. Von daher, ja, da haben wir wieder die Pixelgrafik gesehen. Aber alles in allem muss ich sagen, das Spiel macht doch jede Menge Spaß. Und ich kann es nur jedem empfehlen, das mal zu spielen. Ja, was macht unser Man Eater 2? Der macht ein bisschen mehr Schaden und ich meine, der wäre auch genauso leise wie sein Vorgänger. Kostet halt mehr, weil er, ja, wie gesagt, mehr Wumms hat. Dum di dum di dum di dum di dum, wir fahren durch Aqua. Da, schauen wir mal. Eieiei. Wo kommen denn die aktiven Minen her? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Was ist denn das? Ein Panzer. Ziel erfasst. Die Scouts soll ich platt machen, gut. Dann kümmere ich mich auch nur um die Scouts. Ziel erfasst. Weil auf die Panzer habe ich echt keine Lust. Das sind doch ein paar viele. So, dann sieht man ein bisschen, was er so alles kann, was er so alles macht, der Scout hier. Oh, wo ist der nächste Scout? Ah, da war er. Dann schauen wir mal. Müsste hinter uns sein. Alles klar hier. Wunderbar. Ja, mit Plasmawaffen oder was auch immer zu ballern, ist auch nicht gerade so das Realistischste. Und dass da aus dem Boden einschlägt. Aber wie gesagt,
zerstört. Das klappt schon. Wir kriegen das hin. So, das bringt uns 2000 Öcken, die bisschen Rumgeballerei, ohne kaputt zu gehen. Atacama City. Der Traum für jeden Bewohner von Aqua, der einmal im Leben richtigen Felsboden unter den Füßen spüren will. Am östlichen Rande der Tornado Zone, vor Südamerika gelegen, haben es die rührigen Anarchos geschafft, eine Felsenhöhle im Kontinentalabhang abzuschotten und mit Helinox Atemgas zu füllen. In diesem chaotischen Labyrinth aus Felsen, Röhren und Tunneln erwarte ich in irgendeiner Bar mit warmem Bier und kalten Mädchen El Topos Informanten aufzustöbern. Atacama City, Höhlenstadt, 5285 Meter. Wunderbar. Also, wir haben 2000 Öcken bekommen. Und ich spreche das Ganze mal, nicht dass ich hier jetzt irgendwas Falsches sage und wir den Auftrag mitkriegen. Ja, und haben auch schon so den Herrscher hier bei den Anarchos kennengelernt. Ein gewisser King, dessen Leute das waren. Und wir sind natürlich weiterhin noch auf der Suche nach den nach den Papieren, die da abhanden gekommen sind. Schauen wir gerade mal. Ich glaube, wenn ich meine Torpedos hier alle auslade, dass ich mir dann die größere Knarre kaufen kann. Oh ja. So, dann kaufen wir ein paar kleinere Torpedos. Die hier sind sehr nett, weil die einfach sehr schnell sind. Wieder hier 225 Stundenkilometer. Und sehr manövrierfähig. Das heißt, wir kaufen das Ding. Und ja, kaufen das nochmal, würde ich sagen. Und damit sind wir auf die nächste Mission auf jeden Fall gerüstet. Das ist einer meiner Lieblingstorpedos hier in dem Spiel. Alles klar, dann reden wir jetzt noch ein bisschen. Ich denke, das kriegen wir noch durch. Oh, blablabla. Kein Gefühl im rechten Bein. Atemgasflasche. Ja. Meistens immer nur ein bisschen Smalltalk. Hochdruck-Nerven-Syndrom. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Weil das lernen wir noch kennen. Ich finde es toll, die ganze Musik hier in dem Spiel, dass hier überall irgendwie andere Musik ist. Und vor allem, dass man wirklich die Städte so sehen kann und hinklicken kann. Jetzt kann ich könnte jetzt nochmal auf Aquanox rumhacken, dass man dann nur ein Talk-Menü hat, aber ich lasse das mal für heute. Alles klar. So, dann schauen wir mal gerade. Schmuggelschnaps soll ich für 1900 rumfahren. Ja, das mache ich. Warum nicht? Hier, gucken wir mal gerade. Komische Zusammensetzung, bla bla bla. Jetzt schauen wir mal gerade. Gibt es ein paar Quellen hier in der Nähe? Ich glaube, der hat uns jetzt auch über dieses komische Syndrom hier erzählt. Ne, hat er nicht. Aber wir können die nächste Mission machen. Jo, da war ich schon. Da war ich auch schon. Ich speichere hier und mache einen Schnitt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode, wenn wir hier den Schnaps wegbringen. Jetzt muss ich gerade nur gucken, wo wir da überhaupt hin müssen. Wir sollen den Schnaps zu Scavenger bringen. Und kriegen dann unser Geld. Das heißt, wir fahren zu Scavenger. Hier gibt es auch wieder jede Menge Punkte. Lima 1, Lima 2 und der Sprungstern. Und ja, wir müssen uns hier so einen kleinen Ruf machen unter den Piraten, bevor wir zum Chef kommen. Das ist jetzt soweit von mir in dieser Episode. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Euer Dudenman.